Das Gesetz des Wohlstands aus den geistigen Lebensgesetzen von Kurt Tepperwein. Meine inneren Bilder bestimmen die äußeren Umstände, denn wahrer Reichtum ist geistiger Reichtum. Ein erfolgreicher Mensch sein heißt, zum geistigen Menschen erwacht sein. Wahrer Reichtum ist geistiger Reichtum. Alles ist aus dem Geist entstanden. Trachtet zuerst nach den Schätzen des Himmels, dann wird euch alles andere von selbst zufallen. Nach dem Gesetz der Analogie oder Entsprechung wissen wir, unser äußeres Sein, alle unsere Lebensumstände sind nur ein Spiegelbild der inneren Wirklichkeit. Wie innen, so außen, lautet das Gesetz. Deshalb kann ich die äußeren Umstände nur ändern, indem ich mich ändere. Die Ursache für alles, was ist, ist immer geistiger Natur. Deshalb muss ich zuerst geistigen Wohlstand erwerben, ehe der Wohlstand im Außen in Erscheinung treten kann. Das sind die Schätze des Himmels, die nicht der Rost und die Motten fressen können. Wir ernten nur das, was wir sehen. Sehen kann ich, was immer ich will, aber ernten muss ich, was ich gesät habe. Das Gesetz des Wohlstandes lautet, die Schöpfung manifestiert grenzenlosen Reichtum. Wahrer Reichtum ist geistiger Reichtum. Alles entsteht aus dem Geist und manifestiert sich dann in die Realität. Was aber bedeutet Wohlstand eigentlich? Nun, wie das Wort schon sagt, bedeutet Wohlstand, dass alles wohl steht. Dazu gehört natürlich sehr viel mehr als Geld und Besitz. Wohlstand ist ein breiter Strom aller guten Dinge, die in das Leben fließt. Dazu gehören Gesundheit durch Harmonie des Denkens, ein glückliches Familienleben, Partnerschaft, Freundschaft mit Kindern, gute Freunde in Harmonie mit den anderen leben, meinen Nächsten erkennen, die Freude, anderen zu helfen, jeden so annehmen, wie er ist, die Einheit in allem erkennen, ein Beruf, der wirklich Berufung ist, Erkennen der Lebensaufgabe, der Weg, das Ziel und die Schritte, genügend Geld, Mangel ist Disharmonie, jeder hat immer genug Geld, Mangel ist im Bewusstsein. Haus und Besitz, besitzlos besitzen. Erfolg und sich darüber auch noch freuen können. Sich auch über den Erfolg der anderen freuen können. Noch richtig lachen können. Wer lacht, lebt gesünder und hat mehr Spaß am Leben. Intelligenz, Klugheit und Weisheit. Freiheit, wahre innere geistige Freiheit. Nicht frei sein von oder für, sondern wirklich frei. Genügend Zeit haben, den Augenblick erfüllen. Schöne Erinnerungen, jetzt erschaffen. Reiches inneres Erleben. Meditation, Gebet. Kontakt zum inneren Meister. Loslassen können. Gelassen sein. Alles als gleichgültig erkennen. Offenheit. Bereit sein zu lernen. Bewusstsein. Ehrlichkeit auch zu sich selbst. Klarheit und Wahrheit. Erkenntnis der Wirklichkeit hinter dem Schein. Weisheit. Das Spiel des Lebens erkennen. Ich bin ewiges Leben, vollkommenes Bewusstsein. Ich bin. Der Weg ist das Ziel. Das Ziel ist nur das Ende des Weges. In allem Sein die eine Kraft erkennen. Freudig dem Ganzen dienen. Der Größte unter euch soll aller Diener sein.
Im wahren Wohlstand zu leben, ist nichts anderes als ein Teil unseres Seinsauftrags, der da lautet: Sei du selbst. Der Wert eines Menschen wird nicht davon bestimmt, was er hat, sondern wer er ist. Nicht das Haben entscheidet, sondern das Sein. Und so bestimmt jeder in jedem Augenblick seinen Wert. Wir erkennen daran auch, dass es nicht sinnvoll sein kann, sich für materielle Dinge krumm zu legen. Denn alles soll mir dienen, nicht ich dem Besitz, dann bin ich vom Besitz besessen. Ich lasse ohnehin alles Materielle hier zurück. Ich bin nackt gekommen und werde nackt gehen. Im Wohlstand kann nur jemand leben, der vermögend ist. Vermögend ist nur der, der etwas vermag. Und wer viel vermag, der ist sehr vermögend. Daher ist es wichtig, sein inneres Potenzial zu entwickeln, um im Außen den Wohlstand in Erscheinung treten zu lassen. So wie in der Wüste seit Millionen von Jahren ein Schatz verborgen war, das Erdöl. Aber die Menschen in der Wüste waren trotzdem arm. Erst als sie diesen Schatz entdeckten und gefördert haben, wurde der innere Reichtum auch im Außen sichtbar. Doch Geld zu haben heißt noch lange nicht, im Wohlstand zu leben. Aber kein Geld zu haben zeigt immer einen Mangel. Wer aber sein Leben lang nichts tut, als Geld zu verdienen, der verdient auch nichts anderes als Geld. Zum Wohlstand gehört also auch die richtige Einstellung zum Geld. Geld ist ein wunderbarer Diener, aber ein miserabler Herr, der uns innerlich verarmen lässt, wenn wir ihm dienen. Und am Ende des Lebens sind wir die Betrogenen, denn wir haben unser Leben gegeben für etwas, das wir ohnehin hier zurücklassen. Die meisten Menschen wollen mehr verdienen, als sie verdienen. Aber der Verdienst richtet sich nicht nach dem Anspruch, sondern nach der Leistung. Erst kommt das Dienen, dann kommt das Verdienen. Erst kommt das Säen, dann das Ernten. Will ich also Wohlstand außen in Erscheinung treten lassen, muss ich ihn erst in mir verwirklicht haben. Meine inneren Bilder bestimmen die äußeren Umstände und das ist auch das Gesetz des Reichtums. Wie du dein Wohlstandsbewusstsein entwickelst. In unserem Bewusstsein kann immer nur ein Gedanke gleichzeitig wirksam sein. Das ist eine Begrenzung, aber auch eine wunderbare Chance, wenn du dafür sorgst, dass es der richtige Gedanke ist. Du musst dich für den Erfolg resonanzfähig machen. Mach dir bewusst, dass nur das in deinem Leben wirksam ist, was du denkst und glaubst. Wissen allein bewirkt noch nichts. Dein Leben entspricht nicht dem Umfang deines Wissens, sondern dem Inhalt deines Denkens und Glaubens. Ein Wohlstandsbewusstsein zu entwickeln beginnt damit, dass ich das Mangelbewusstsein loslasse. Vergegenwärtige dir jetzt. Ich lasse alles los, was nicht mehr wirklich zu mir gehört. Es gibt immer eine Lösung und ich kann die Aufgabe jetzt lösen. Ich bekomme immer rechtzeitig alles, was ich wirklich brauche. Das Leben bietet mir viele Möglichkeiten, dem Ganzen zu dienen und dabei mein Einkommen beliebig zu steigern. Ich bin dankbar für einen endlosen Strom praktischer Ideen, die das Leben mir schickt, um immer erfolgreicher zu werden. Alles will mir nur dienen und helfen. Ich erkenne und nutze meine Chancen. Mit Hilfe solcher Glaubenssätze räumst du sehr schnell mit deinem Mangelbewusstsein auf und schaffst damit Platz für ein umfassendes Wohlstandsbewusstsein. Alle Dinge geschehen zuerst im Bewusstsein, ehe sie in der Realität geschehen können.
Schöpferische Imagination ist die Transformation einer Vorstellung in die Realität und lässt zur Zukunft zur Gegenwart werden und eine Möglichkeit zur Gewissheit. Die Imagination verbindet uns mit dem erwünschten Endzustand. Wenn wir sie meisterhaft anwenden, also nicht wie ein Zuschauer auf das Ereignis schauend, sondern wie jemand, der sein Ziel erreicht hat, vom Ergebnis aus zurückblickend. In der Imagination vom Ereignis her liegt der Anfang aller Wunder. In der Imagination wird die Zukunft zur Gegenwart. Die Wirklichkeit entsteht in uns und tritt außen in Erscheinung. Das Leben hat keine Möglichkeit, nichts oder etwas anderes folgen zu lassen, als genau das, was der von dir gesetzten Ursache entspricht. Wenn du mehr über die geistigen Lebensgesetze erfahren möchtest, wie du sie im Leben anwendest, findest du unten in der Videobeschreibung mehr Infos dazu. Nun wünsche ich dir viel Freude beim bewussten Erschaffen deines Wohlstandes.